Servus, ihr Lieben. Jetzt gibt es erstmal ein paar Neuigkeiten. Zum einen, mein Kanal wird sich demnächst sehr stark verändern. Das heißt, so wie er jetzt ist, wird er nicht weiter bestehen. Es wird auch neue Namen geben zum 1. Oktober. Neuer Kanaltrailer. Ich werde das alles ein bisschen umstellen. Ich finde den Namen Gustl Fröllam am Specken nicht mehr passend. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich specke nicht mehr ab. Ich schaff's nicht. Ich will euch jetzt auch nicht die Ohren voll jammern und oh, ich bin jetzt da und ich schaffe das alles nicht und bla. Ich weiß, dass ich selbstverantwortlich dafür bin. Ich müsste mich mehr anstrengen. Die Wahrheit ist, ich will aber nicht mehr. Selbst wenn ich mich halte, wenn ich mich dran halte, wer weiß denn, was morgen ist, ich gebe die Straße wird vom Auto überfahren. Ich verzichte momentan wirklich auf alles. Ich esse keine Süßigkeiten mehr. Beim Essen kein Fleisch, keine Wurst, kein dies nicht, kein das nicht. Ja, es hängt mir einfach alles zum Hals raus. Der nächste, der mit dem Wasser um die Ecke kommt, den dreht sich ins Kreuz. Es ist jetzt Schluss. Ja, 10 Jahre sind 10 Jahre und Arschlecken. Ja, ich weiß selbst, was ich verantwortlich. Ich hätte nicht rauchen dürfen. Ich hätte nicht so viel fressen sollen. Das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Da mache ich keinem Vorwürfe. Ja, ich werde die letzten Jahre, die ich habe, werde ich genießen, deswegen wird sich dementsprechend auch der Kanaltitel ändern. Bogenschießen geht trotzdem weiter. Ich werde gucken, dass ich öfter mal jetzt wieder spazieren gehe, Events mir anschaue. Magdeburg gibt es ganz tolle Ritterfeste. Das Problem ist, die kosten halt alles so Eintritt, muss ich mal gucken, vorher mit dem Geld. Das ist das Einzige. Ich bin Rentner und das würde ich noch nicht, das gerne hätte. Muss ich mir ein bisschen sparen mit dem Geld. Ja. Das ist erstmal das, was demnächst kommen wird. Also wie gesagt, es gibt einen neuen Kanaltrailer. Kanalname wird sich ändern und noch ein paar Sachen mehr. Bogenschießen wird auf jeden Fall bleiben. Ich werde öfter mit euch noch kochen. Entschuldigung. Bastelage auch. Ja. Den Schusstest habt ihr jetzt gesehen von den neuen Boxen. Ich habe heute mal festgestellt, dass diese Boxen so stabil sind, dass ich mit meinem fetten Arsch mit 170 Kilo da drauf sitzen kann. Ja, solange man oben den Deckel nimmt, wo es ausgestopft ist. Also da kannst du bequem sitzen mit 170 Kilo. Das ist ein Hammer. Ja, war ich echt überrascht, was das Ding aushält. Dann wird es noch eine ganz andere Änderung geben. Und zwar hier oder dort wird ab sofort bei allen Videos ab Oktober ein der Titel Dauerwerbesendung stehen. Das hat folgenden Grund. Ich trage relativ viele Sachen von der Firma Beerpor, von Henry Botnik. Und die meisten Pfeile, die ich benutze, die sind von Thorsten Schwarz, von Black Arrow Refugium. Ja, für mich der beste Pfeilhersteller Deutschlands, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Ich habe letzte Woche im Training, Entschuldigung, ich habe letzte Woche im Training einen riesen Fehler gemacht. Die Pfeile sind klatschnass geworden, ich war auch nass bis auf die Haut und habe die Pfeile nicht getrocknet. Ich habe Naturfedern drauf, die Pfeile waren völlig hinüber. Die Federn waren statt dieser Höhe, ja, auf ein 4 Zoll Shield, so weit eingedämmt. Ja. Das Schussbild war... Ja, wer den Test gesehen hat, den Schusstest, hat gesehen, das Schussbild ist trotzdem relativ gut. Ja, also Qualität lohnt sich zu kaufen, muss ich jetzt auch mal sagen. Ich habe vorher billig gekauft, mache ich nicht mehr. Pfeile kosten zwar 13 Euro das Stück, aber das ist Qualität. Ja, und deswegen auch das Werbebanner, weil ich die Firma Beerpor bzw. Henry Botnik schon seit etlichen Jahren verfolge. Also seit ich an den Computer gefesselt war, nicht mehr raus konnte, habe ich mir sehr, sehr viele Bogenvideos angeguckt, Kill-Turniere und mit Sandra, wenn sie in Schweden war, mit dem Sohn, also mit Tom, ja, von Henry Botnik, der Sohn, ja, oder die Frauen, wenn die unterwegs waren und haben Bogentour gemacht, das habe ich mir alles angesehen, ich war wirklich begeistert und
Henry Botting ist einer von den wenigen Menschen, wo ich sagen kann, der kommt mir sofort sympathisch rüber. Ich mag den. Ich meine, er kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich mag diesen Menschen einfach. Und ich habe jetzt auch feststellen dürfen, dass er sehr, sehr viele soziale Projekte unterstützt. Ja? Und das ist für mich jemand, wo ich sagen kann, der hat es nach oben geschafft, hat aber nicht vergessen, wo er herkommt. Ich meine, ich kenne persönlich einige Leute, die es nach oben geschafft haben, die haben lange vergessen, wo sie herkommen. Ja, die wollen mit so einem Schwein wie mir und wie anderen Leuten nichts mehr zu tun haben, mit dem Normalbürger, ja, dass du zu viel klarkommst. Ich habe jetzt feststellen dürfen, dass Henry keiner von diesen Menschen ist. Ja, wie gesagt, der ist sehr, sehr, sehr für soziale Projekte engagiert. Und das ist für mich ein Grund zu sagen, ich kaufe diese Produkte. Ja, und ich habe damit auch überhaupt keine Bauchschmerzen, dafür Werbung zu machen. Und deswegen unten die Dauerwerbesendung rein, weil ich werde in jedem Video werde ich Produkte von ihm tragen. Ja, oder auch von Thorsten Schwarz. Ja, finde ich es nur fair, zu sagen, hier unten da ist Werbung und es passt. Also wer das nicht sehen möchte, ja, ihr müsst das nicht angucken. Ja. Ich werde auch nicht dauernd die ganze Zeit reden, der von das da und da gekauft, sondern ich werde die Sachen einfach anhaben. Ja, und in dem neuen Kanalvideo, in dem neuen Trailer für alle Videos, werde ich auch ganz explizit Werbung dafür machen. Ich werde die Emblem von beiden, also zumindest von Beerpaw, wird ein Emblem auftauchen in meinem neuen Kanal, in meinem neuen Trailer, der dann auch ab 1. Oktober kommt. Und damit ihr dann Bescheid wisst, was dieser Quatsch eigentlich, also was der Quatsch, also was es soll, ja, warum macht er das, was sind seine Beweggründe. Ja, ich werde euch ein Video unten reinlinken. Oder ich werde einen Link hier irgendwo da oben in die Infoleiste reinpacken. Schaut euch das an. Ja? Dann werdet ihr verstehen, warum ich sage, ich kaufe diese Produkte. Ja. So, das ist erstmal das von mir, was ich unbedingt loswerden wollte. Wie gesagt, also ab 1. Oktober etliche Änderungen. Was ich noch machen werde, ist, ich werde wahrscheinlich ganz, ganz viele Abonnenten bei mir rausschmeißen. Das hat folgenden Grund. Ich find's ja toll, dass Leute auf meinen Kanal kommen und sagen, hallo toll, ja, was du da machst. Aber ich merke, die Leute gucken sich meine Videos gar nicht an. Es ging denen nur darum, bei mir ein Abo abzustauben. Also, dass ich bei denen ein Abo abschließe. Das ist für YouTuber, wenn wir ehrlich sind, gerechtfertigt. Jeder will seine Abos haben. Ja, die meisten wollen damit auch ein bisschen Kohle verdienen. Ja, das ist alles gut und schön. Aber ich mache das nicht mehr mit. Ja, wer meine Videos nicht guckt, warum soll ich seine Videos angucken? Wenn es mich wirklich interessiert, ja, weil er tolle Videos macht, dann kriegt derjenige ein Abo. Der kriegt auch von mir für jedes Video einen Daumen hoch. Und ich werde bei fast allen Videos werde ich einen Kommentar ablegen. Ja, ich meine, Bavaria Outdoor weiß das. Grüße an meine Lieblingsbuschkrafterfamilie. Ja, Dennis von Fuva Forest Hill, auch an dich liebe Grüße, weiß das auch, dass ich sehr, sehr viel kommentiere. Ja, ich weiß, dass die beiden meine Videos nicht gucken. Aber was die beiden produzieren, ja, das ist einfach sehenswert. Da komme ich lange nicht ran. Ja, also guckt euch die Videos von diesen Leuten mal an. Ja, Bushcrafter oder hier bei Dennis, der stellt sehr, sehr viel mit Messer vor oder er steht einfach da und schießt Bogen. Das hat mich inspiriert, das auch selber mal auszumachen, also diese Videos auch mal hochzuladen. Ja, also das sind einfach Top-Videos, die spannend sind. Ja, geht mal mit Bavaria Auto oder mit Fuva, ja, einfach mal die Messebesuche durch. Ihr werdet euch, also das ist der Hammer. Ja, deswegen habe ich die beiden auch ich gucke es regelmäßig. Ja, ich freue mich jeden Samstag oder Sonntag drauf, wenn neue Videos da sind und ich mit einer Tasse Kaffee erstmal schön Sonntag genießen kann. Ja, beim Frühstücken gucke ich mir die Videos von den beiden an. Ja, einfach nur geil. Ja, und dann Wandervideos von anderen Leuten gucke ich mir auch gerne an. Weil wie gesagt, wo ich jetzt merke, dass meine Videos nicht geguckt werden, also die Abos schmeiße ich einfach raus. Leute, seid mir nicht böse. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, aber keine Zeit mehr für. Ja, wie gesagt, ihr wisst, ich habe die Uhr tickt. Die Uhr tickt immer schneller. Ja, aber ich werde jetzt aufhören zu jammern. Ich will einfach das den Rest des Lebens genießen. Und deswegen habe ich auch beschlossen, nochmal richtig Gas zu geben. Ja, mir nochmal alles anzugucken. Ich hoffe, mit meiner Frau jetzt öfter mal, mit dem Frauchen, Freundin eigentlich, öfter mal
loszufahren, mir Sachen anzugucken, Dresden, Weihnachtsmärkte und so weiter und so fort und mit hoffentlich viel Film. Ja, wie gesagt, Equipment gibt es kein neues mehr, ich sehe es gar nicht ein, wenn ich noch 10 Jahre, warum soll ich noch neues Zeug kaufen? Ja, die Kamera ist hier vom Handy, die muss ausreichen und gut ist. Ja, ich werde keinen Sponsor finden, der sagt, hier, ich schenke dir meine Kamera, du arme Sau, ja, mach mal schönere Videos. Das wird nicht vorkommen, das ist ein Wunder, daran glaube ich schon lange nicht mehr. Ja, ich habe meinen eigenen Glauben zusammengeflickt, ich habe meinen Weg gefunden. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ist egal, ist eine ganz andere Geschichte. Ich hatte das Vergnügen, schon zweimal tot zu sein. Und wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja. Also freut euch auf Videos, die nicht mehr so negativ sind wie die ganze Zeit. Tut mir leid, ich bin halt von Grund auf ein negativer Mensch. Ich werde mich bemühen, ein bisschen mehr Spaß reinzubringen, dass ihr auch öfter mal reinguckt und sagt, ah, es gibt wieder was Neues, es gibt was zu lachen, es gibt was Schönes und wir werden jetzt öfter mal zusammen kochen. Wir wollen, eine Frau und ich, jetzt ein bisschen mehr, naja, so arabisches, so jetzt im Winter sowieso gibt es viel Kohlen, viel Suppen, ist klar. Aber auch neue Sachen auszuprobieren und denke ich, diesen Wert mal hochgestellt zu werden, dass die Leute sich das angucken können, wie man kocht. Ja, Bastelage geht weiter. Ja. Inzwischen von diesen Zielscheiben kann ich den ganzen Verein mit versorgen. Ja. Das ist der Wahnsinn. Hier vor meinem Schrank stehen 6 von diesen Riesenboxen. Inzwischen habe ich übrigens festgestellt, wenn man sich oben auf den Deckel draufsetzt, ja, diese Kisten halten 170 Kilo aus, wenn die gefüllt sind mit Zeitungspapier. 170 Kilo. Ich habe dort bequem gesessen, habe einen Ständer gebaut, ja, für den Verein, weil ich jetzt erstmal was testen will, wie das hier, ob das hinhaut oder nicht. Ja, danach würden die wahrscheinlich aus Holz gefertigt. Also mal gucken. Ja, das ist der Irrsinn. Also, ja, warum soll man nicht Geld sparen, wenn man es kann? Also, in dem Sinne, genug gelabert. Ja, freut euch auf den Oktober. Es gibt viele Veränderungen. In dem Sinne, Leute, macht's gut.